Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute mal Black Mirror 3. Start einfach, spiel einfach neu. Ich habe es noch nie gespielt. Sie da! Was haben Sie hier verloren? Helfen Sie mir, ich werde verfolgt! Sie sind hinter mir her! Sie wollen mich umbringen! Der Orden! Die Akademie, sie ist eingestürzt! Meine Schwester und meine Mutter sind tot! Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Das wollte ich gerade sagen. Das ist der Kerl, den wir suchen. Dieser Ami. Was? Na, was für ein Zufall. Mr. Michaels, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Miss Amanda Valley ermordet zu haben. Und vermutlich auch wegen Brandstiftung. Was? Nein! Constable, abführen! Oh, okay. Geht ja extrem schnell los hier. Inspektor, ich glaube, ich habe Sie gefunden. Shit! Okay. Ruf die Kollegen, hier ist nichts mehr zu machen. Sie hat sich doch nicht selbst... Wieso nicht? Vielleicht war ihr kalt und da hat sie sich ein bisschen angezündet. Scheiße, Mann, sie wurde verdammt nochmal ermordet. Habe ich es nur mit Holzköpfen zu tun? Ja, klar, anscheinend. Spuren werden wir wohl keine mehr finden. Es hat die ganze Nacht geregnet. Du bleibst hier und wartest auf die Kavallerie. Ich werde mich im Dorf umhören. Okay. So früh schon wir, Herr Inspektor. Ich bin dienstlich hier, Tom. Ich weiß nicht, ehrlich. Mein Bruder Bobby ist mein Zeuge. Okay. Kennst du Amanda Valley? Leider ja. Der schuldig noch Kohle. Lass stecken und kauf ihr einen Kranz dafür. Ey, Kacke, wieso? Ist sie tot? Kann man so sagen. Verbrannt. Vermutlich gestern Abend zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Wo warst du da? Hey, Inspektor, du weißt, dass ich niemanden umbringen würde. Schon gar nicht wegen ein paar lausiger Kröten. Ich war mit Bobby unterwegs in einem Vergnügungspark. Elton Towers oder so. Sind erst ziemlich spät nach Hause gekommen und dann gleich ins Bett. Weißt du, ob Miss Valley Feinde hatte? Außer den Gordons? Die Gordons? Die Gordons, ja. Vom ersten Teil. Ihr Bruder wurde damals von diesem Samuel aufgeschlitzt. Das war noch vor deiner Zeit hier. Seitdem hasst sie diese Sippe wie die Pest. Hast du mal ihre Wohnung gesehen? Die ist total irre, sag ich dir. Sonst noch ein Tipp? Hast du diesen Ami schon gesehen, der hier seit ein paar Tagen rumschleicht? Dem würde ich mal auf die Finger gucken. Ich glaube, der hat Dreck am Stecken. Vor ein paar Tagen hat er sich vor dem Pub mit der Valley unterhalten. Na, und mich hat er nach Einbruchswerkzeug gefragt, hm? Keine Ahnung, wie er gerade auf mich kommt. Aber das klang schon sehr verdächtig. Aha. Sehr interessant. So. Heilige Scheiße. Die ist wirklich noch nicht drüber weg. Anscheinend wohl, dass die... Was haben wir denn hier? Alle Teile zusammenhängen hier. Interessant. Also den ersten Teil habe ich ja gespielt gehabt. Darren Michaels, Biddeford, Maine, letzte Woche. Ich verwette meine Eier, dass das der Ami ist, den Tom erwähnt hat. Inspektor! Inspektor! Das Schloss brennt! Na klasse. Als ob eine verbrannte Leiche nicht schon genug wäre. Na los! Na auf, auf, auf. Hören Sie mir doch erstmal zu, Mann! Sie können doch nicht Ruhe. Einfach... Los zum Auto. Mit einer glimmenden Fackel am brennenden Schloss erwischt. Wenn das nicht meine Fahrkarte aus dem Dreckskaffee ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Beweis, Beweis. Der Inspektor scheint ja nicht gerade der coolste Dude zu sein hier. Aber schon gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil gespielt gehabt und war wirklich begeistert einfach, der 2003 rausgekommen ist.
Und anscheinend hängen wohl alle Teile zusammen. Finde ich gut. Im zweiten Sie Teil haben ich leider sich also gespielt. In diese Frau verliebt. Angelina. In Angelina verliebt, ohne zu wissen, dass sie ihre Schwester war. Sie hat sie nach England gelockt, nach Black Mirror Castle, in das Schloss ihrer Ahnen, um sie als Schlüssel zu benutzen für ein altes Ritual. Das habe ich doch richtig verstanden, nicht? Bitte seien Sie so nett und legen das Feuerzeug weg, in Ordnung? Sie sagten, es ging dabei um einen Fluch, Adrian? Sagen Sie es mir. Ich weiß nur, dass ich mein Blut auf ein Buch geträufelt und unverständliche Worte vorgelesen habe. Okay. Und dann, zack, schwarz um mich herum. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, sind Geräusche im Wald hinter mir, die näher kommen. Oh. Alles in allem ein Albtraum erster Güte. Wahrscheinlich hat das Ritual funktioniert und jetzt bin ich besessen von einer jahrhundertealten bösen Seele, die meinen Körper nach ihrem Willen lenkt. Sie glauben, eine zweite Seele in sich zu tragen. Oh, Adrian, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Aber glauben Sie mir, niemand ist verflucht. Kinder glauben immer, dass sie schuld an dem sind, was die Erwachsenen erleiden. Diese Schuldgefühle haben sich in ihre Seele eingebrannt. Also, wie war es für Sie, ihre leibliche Mutter nach all den Jahren zu treffen? Sie meinten, Sie hätten nicht viel Zeit gehabt, um mit ihr zu reden. Nein. Sie wurde von Angelina als Geisel genommen und kurz darauf starben sie dann beide. Sie sind in den Abgrund gestürzt, im Ritualraum. Im Ritualraum, genau. Und ihre Pflegemutter in Amerika, konnten Sie sich mit ihr noch einmal aussprechen? Nein. Sie lag im Koma, bevor sie starb. Na gut. Okay. Vielleicht sollten wir die düsteren Geschichten mit den Frauen in ihrer Familie erst einmal ruhen lassen und uns nicht ganz so dunklen Dingen zuwenden. Reden wir über ihren Vater. Okay, wer kommt denn da? Moment noch, Constable, wir sind noch nicht fertig. Vielleicht könnten wir das Thema auf morgen verschieben. Wie Sie wollen. Ich will ja nicht drängeln, aber der Inspektor hat etwas Wichtiges mit Mr. Michaels zu besprechen. Und Sie wissen ja, wie der Inspektor ist. Es geht wohl um die Kaution. Ist sie ihm immer noch nicht hoch genug? Es gibt doch sowieso niemanden, der auch nur einen Penny für mich ausgeben würde. Sagen Sie das nicht. Na dann, Doc, haben Sie 5000 Pfund übrig? Naja, also... Das darf ich gar nicht, Adrian. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Ja, genau. Mr. Michaels, kommen Sie jetzt bitte. Falls Sie noch etwas zu besprechen haben, Adrian, ich bin die meiste Zeit hier. Und Zack, richten Sie dem Inspektor aus, er soll sich an die abgemachten Zeiten halten. Ich platze auch nicht rein, wenn er gerade ein Verhör führt. Ja, Ma'am. Ich sag's ihm, ganz bestimmt. Na, wie geht es deiner geschundenen Brandstifterseele? Wird sie auch schön von der lieben Frau Doktor getätschelt? Ich hoffe, du siehst jede Nacht die brennenden Gesichter der vier armen Seelen, die du auf dem Gewissen hast. Danke der Nachfrage. Weißt du was? Psycho, ne? Ich habe langsam keine Lust mehr, mich mit dir rumzuärgern. Am liebsten würde ich dich abschieben lassen. Sollen sich doch deine Landsleute deine Märchen anhören. Aber leider geht das nicht. Wenn sie ordentlich ermitteln würden, hätten sie längst Beweise für meine Märchen gefunden. Und jetzt sagt der Verbrecher mir auch noch, wie ich meinen Job zu machen habe. Constable Zack ist 2 Tage lang durch die dämliche Kanalisation gerannt. Und was hat er gefunden? Nichts. Der ach so geheimnisvolle Orden von Miss Valley. Pustekuchen. Von dem hat hier niemand etwas gehört. Die hatten einen Versammlungsraum in der Mine. Und Victoria weiß darüber auch Bescheid. Versammlungsraum. Okay. Dass ich nicht lache. Da hat Miss Valley Vorlesungen gehalten über diese verfluchte Gordon-Sippe. Ja, Vorlesung. Die alte Schachtel spricht nicht mehr seit dem Brand. Gordon-Sippe, alte Schachtel? Hören Sie auf, so über meine Urgroßmutter und meine Familie herzuziehen. Ja. Deine Familie? Naja, eigentlich würdest du gut zu den Irren passen. Ja, der Kopf, der ist so ein bisschen, wirklich ein bisschen Kann psycho, ich jetzt ich wieder sagen. In meine Zelle? Leider muss ich dich aus dem Paradies rausschmeißen. Jemand hat deine Kaution gestellt. Wie war das? Wer? Scheint jedenfalls kein Freund von dir zu sein. Wollte anonym bleiben. Na egal, hol deine Sachen und hau ab. Ja, aber nicht zu weit, sonst muss ich eine Fahndung ausschreiben.
wäre so ziemlich das Dümmste, was dir passieren könnte. Ja, das glaubst du nicht ab. Umso besser. Dann kannst du jetzt brav deine Sachen aus deinem Apartment holen. Das machen wir doch glatt. So, jetzt müsste es losgehen. Wunderbar. Wir gucken uns erstmal alles hier an. Was haben wir denn hier oben? Ja, das können wir wegklicken da oben. So, jetzt geht's erstmal richtig los. Wir haben hier einen Schrank, haben wir hier. Okay, einen Wasserspender. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich sehr gerne gespielt gehabt. Der, wie gesagt, 2003 rausgekommen ist. Und, wie gesagt, der erste, zweite und dritte Teil hängen irgendwie wohl ein bisschen zusammen. Wie gesagt, Familie Gordon war ja auch im ersten Teil ja, ziemlich aktiv, würde ich sagen. Oder die waren ja auch da irgendwie, involviert, irgendwie. Soweit ich das noch weiß. Wie gesagt, ist es ziemlich lange her, dass ich das gespielt habe. Was haben wir denn hier alles so? Wir gucken mal den... Ein Kopierer. Sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Ja, doch. Was haben wir? Akten. Das Polizeiarchiv. Mhm. Es gibt relativ wenig Akten, aber viele davon sind mit Gordon beschriftet. Ja, Gordon war ja die, wie gesagt, die Familie da aus dem ersten Teil. Da war, ich weiß gar nicht, wen haben wir denn? Samuel, ne? Samuel Gordon. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Samuel Gordon haben wir, glaube ich, im ersten Teil geschrieben. Soviel ich weiß, gibt es hier keine Asservatenkammer. Gesammelte Indizien und Beweismittel werden in diesen Spinden aufbewahrt. Aha. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Ja, das ist klar. So, ab zur Zelle. Was haben wir hier oben? Haben wir hier irgendwie noch was? Ein Ventilator? Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration. Bei dem Wetter hier. Ja, ja. Ah, okay. Wir können hier... Kommandozentrale. Na, Wahnsinn. Die Notrufzentrale. Wie man sieht, ist sie rund um die Uhr besetzt. Ja. Okay, dann gehen wir mal zur Zelle, würde ich sagen. Was ich ja ziemlich gut finde, ist so eine Point-and-Click-Spiel hier, sag ich mal. Ja, die ist klar, logisch, ist leer. Ist gar nicht, also finde ich gar nicht so schlimm einfach. Man kann ja mal ein bisschen immer alles durchsuchen und durchgucken. Hier, Matt, okay. Zellengenosse hier, oder haben wir einen Spind? Können wir hier noch was anderes klicken? Wir gehen mal zum Spind hier, mal gucken. Warum es in einer Zweierzelle nur einen Schrank gibt, weiß wohl nur die Polizei von Willow Creek. Ja, keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht beantworten. Oh, ich hab einen Bleistift. Mein Bleistift? Aber wo ist mein Tagebuch? Okay. Also nutzen Sie, klicken Sie auf den rechten Maustaste. Aha. Können wir hier auf der rechten Maustaste? Einer der wenigen Gegenstände, die ich mit in meine Zelle nehmen durfte. Ah, okay. Da können wir ein paar Informationen kriegen, das ist auch gut. Mal gucken, schauen wir. Im Vergleich zu diesen Toiletten ist eine Müllhalde steril. Ah, ja. Können wir auch mit der rechten Maustaste irgendwas drücken? Nicht wirklich, aber wir können das auch. Wäre schön, wenn die funktionieren würde. Ach, funktioniert das noch nicht mal. Graffiti. Meine Lektüre der letzten 3 Wochen. Die geistigen Ergüsse meiner frustrierten Vorgänger. Haha, ja. Mal gucken, was. Seit ich hier bin, war das obere Bett nie belegt. Nur in der Nachbarzelle ist ab und zu mal jemand. Ja, da haben wir ja einen. Aber wir können ja mal alles erstmal durch... Das Waschbecken, auch genannt Ersatzklo. Okay, da haben wir jetzt alles durchsucht, ne? Oder haben wir hier... Da haben wir noch einen... Der Spind war offen und mein Tagebuch ist nicht hier drin, verdammt! Okay, Fenster... Süßer Vogel Freiheit, ich komme. Ja, super. Da haben wir jetzt, sag ich mal, alles, durchsucht. Wir haben hier noch Kopfkissen... Auf diesem Kopfkissen, in diesem unbequemen Bett, habe ich die letzten 3 Wochen geschlafen. Mittlerweile riecht es gar nicht mehr so streng. Alter, stell dich mal nicht so an, ja? Ja? Der Weg in die Freiheit? Eher zum großen Bruder vom kleinen Scheißhaufen. Ja, genau. Okay, da haben wir unsere Zelle, würde ich mal sagen, durchsucht. Wie gesagt, das finde ich ziemlich gut, dass man, dass alle, Hinweise so aufleuchten. Ich weiß gar nicht, war das im ersten Teil genauso? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, schreibt gerne mal in den Kommentaren, ob ihr mal auch mal Black Mirror gespielt habt, beziehungsweise den ersten Teil auch mal gespielt habt. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob das auch so war. Ob
Hinweise so aufgeleuchtet haben. Wir werden mal mein freundlicher Mitgefangener Matt Newcastle. Einer von den Leuten, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Kann man... Ah, wir können ihn ansprechen. Ja, super. Hast du mein Tagebuch gesehen? Dein Tagebuch? Und ich dachte, es wäre das von einem Irren. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist im Ritualraum. Was ist schiefgegangen? Wie hast du meinen Spind aufbekommen? Lass das sein! Constable! Oder noch schlimmer, was, wenn nichts schiefgegangen ist? Wenn Mordred befreit wurde? Wenn er Besitz ergriffen hat von mir? Mich nach seinem Willen lenkt? Bitte, hilf mir, irgendwer, dass ich nicht zum Mörder werde. Gib das her, du Schwein! Ich will keine Marionette von Mordred sein. Ich will, dass dieser Bastard wieder verschwindet. Zurück in die Hölle, aus der er gekommen ist. Ich bring dich um, ich mach dich fertig. Ich will kein Mörder sein. Huhu. Mach, dass ich mir nicht in die Hosen scheiße. Ich hab Angst. Oh, oh, was ist das? Autsch. Junge. Okay. Was ist denn mit dir los? Hey, Scarface. Na, vergiss es, du Spinner. Okay. Okay. Gut, da haben wir unser Tagebuch, unser Bleistift, aber was war da eben für eine Katze hier? Wow, der hat wohl auch doch einen kleinen psychischen Schaden, würde ich sagen. Ja, so ein paar Hallus hat er auch irgendwie. Wir gucken uns nochmal den Boden hier an. Ja. Verranzte Kacheln. Warum sollte der Fußboden besser aussehen als der Rest? Ich weiß nicht. Kennst du auch vielleicht mal ein bisschen putzen oder sowas, ne? Wenn du schon im Knast bist, kannst du auch deine Bude, ja, zumindest sauber halten, ne? Würde ich mal so sagen. So, der Matt, der wird uns wahrscheinlich nichts mehr erzählen hier. Also gehen wir mal ab zum Büro. Wir haben jetzt, unser Tagebuch. So. Hier bitte unterschreiben, dass Sie die Kautionsbestimmungen gelesen haben und darüber belehrt wurden, sich täglich bei Dr. Winterbottom zu melden. Jojo, machen wir. Das hier ist eine Bestätigung über Ihren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der vorläufigen Entlassung. Aber hier kann man nur gut oder sehr gut ankreuzen. Geht es Ihnen denn schlecht? Nein. Na also, unterschreiben nicht vergessen. Okay, naja, uns geht's wahrscheinlich nicht so gut, aber... Naja. Hier ist Ihr Geldbeutel. Ausweis behalte ich. Und hier müssen Sie unterschreiben, dass Sie Ihr Zeug erhalten haben. Sind Sie sicher, dass Sie mir bei der ganzen Unterschreiberei nicht heimlich ein Geständnis unterschrieben? Das ist nicht erlaubt. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Warten Sie mal. Ich glaube, ich war zu voreilig. Da fehlt ja eine 500.000. Das hätten Sie vor dem Unterschreiben überprüfen sollen. Nachträgliche Beschwerden richten Sie bitte an die Zentrale in London. Trafalgar Square. Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Sind wir dann soweit? Ja, Sie können jetzt gehen, Mr. Michaels. Amen. Ach, Mr. Michaels? Gibt's noch was zu unterschreiben? Nein, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass Ihr Anwalt davon ausgeht, dass Sie bald mal anrufen. Hier ist seine Visitenkarte. Anwalt? Okay. Alles klar. Bis später, Constable. Jo. Hau rein. Endlich frei. Naja, relativ. Zumindest kann ich jetzt auf eigener Faust meine Unschuld beweisen. Das kriegen wir auch. Mal sehen, was mein Anwalt von mir will. Anwalt. Okay. Anrufen, bla bla bla. Jo, Telefonzelle. Alles klar, wir müssen irgendwann eine Telefonzelle finden oder zumindest, da haben wir doch die Telefonzelle. Aber wir können ja uns erstmal den Platz hier mal ein bisschen untersuchen, würde ich sagen. Hier ist die Polizeistation, ein Briefkasten, ein Fass, okay, Gemüsestand, Tisch, ja, Jahrmarktstand, okay. Alte Frauen, Richtung Pub, okay, ein Café. Wir gucken mal den Gemüsestand an.
frisches Gemüse. Sehr mickrige Auswahl. Ich ziehe die Tiefkühlvariante vor. Ah, nee, weiß nicht. Tiefkühl ist zu. Tante Emma Laden. Ein Fass. Alles erstmal durch mal untersuchen. Alles könnte wichtig sein. Ein Fass. Willow Creek Corner Shop steht drauf. Mhm. Ein Briefkasten. Nichts Besonderes. Naja, kann alles besonders sein. Wir gehen mal in den Tante Emma Laden rein. Mal gucken, was hier so ist. Was hast du denn hier? Guten Tag. Was hast du denn? Was hatte die denn? Okay. War, wir können. Was können wir hier machen? Eine Zeitschrift, eine Tafel, Regal, Messer. Okay. Kaffeebohnen. Durch den offenen Sack Kaffeebohnen riecht es hier im Laden wirklich angenehm. Ja, doch. So eine Zeitung. Steht was in der Zeitung irgendwie? Alle wichtigen Tageszeitungen sind da. The Final Times, The Moon und der Willow Creek Telegraph. Ah, okay. Ah, okay, was haben wir mit Tafel? Haben wir ein paar Infos hier. Ach, nur Preise, ne? Hier wurden die aktuellen Apfel-, Brot- und Milchpreise aufgeschrieben. Ah, okay. Na gut, scheint nichts wichtig zu sein. Wir können ja mal das muss die Verkäuferin sein. Mit Trillerpfeife um den Hals. Sieht etwas nervös aus. Ob das an mir liegt? Vielleicht. Aber scheint hier nichts Wichtiges zu sein, würde ich sagen. Da laufen gerade Nachrichten. Ja. Ich gehe davon aus, dass das den ganzen Tag so weitergehen wird. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht zeigen sie zwischen den Nachrichten auch Dokumentationen über Schwerlasttransporte oder Flugzeugteile. Interessiert mich aber nicht. Der Typ, der ist auch ein bisschen, ja, wie gesagt, durch der Typ, ne? Also voll desinteressiert irgendwie. Naja, gut. Also ich finde, wie gesagt, eigentlich das. Also das Spiel ist schon, also finde ich es ziemlich interessant. Der erste Eindruck finde ich gut. Also da hat sich im Prinzip vom ersten Teil gar nichts her großartig verändert, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe nur leider den ersten Teil nur gespielt gehabt. Den zweiten habe ich irgendwie übersprungen und habe ich gar nicht gespielt. Aber man kommt jetzt ziemlich schnell rein. So, mal gucken. Telefonieren. Ich muss noch dringend meinen Anwalt anrufen. Ja, dann ruf doch mal an. Die Visitenkarte meines Anwalts. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal brauchen würde. Okay. Also können wir die irgendwie da raufklicken oder so? Moment. Ja, genau. So war das. Ein bisschen kombinieren irgendwie. Dr. Jones von der Anwaltskanzlei Jones & Partner. Hallo Dr. Jones, Darren Michaels hier. Man hat gesagt, Sie wollen mich sprechen? Ah, Mr. Michaels, ja. Die Ermittlungen stagnieren. Solange keine Beweise für die gegen Sie vorgebrachten Beschuldigungen vorliegen, kann keine Anklage erhoben werden. Das ist gut. Auf der anderen Seite wollen Ihre Landsleute mit in den Ring steigen. Die amerikanische Botschaft sitzt uns im Nacken. Das ist schlecht. Und was bedeutet das konkret? Naja, dass Sie noch eine ganze Weile in Willow Creek festsitzen. Inspektor Spooners Ermittlungsmethoden. Sie hatten letztens angedeutet, dass Sie damit unzufrieden sind. Ja, es kommt mir vor, als würde dieser Spooner keinen Finger mehr krümmen. Inspektor Spooner wollte so schnell wie möglich den Fall abschließen und einen Schuldigen präsentieren. Er muss Erfolge vorweisen, um wieder nach London zurückzukommen. Aber er hat sein Pulver verschossen. Jetzt hofft er, dass die Botschaft ihm den Fall abnimmt, damit er ihn nicht als Misserfolg verbuchen muss. Um die Wahrheit geht's ja scheinbar nicht. Die Wahrheit, Mr. Michaels, ist bekanntlich die Erfindung eines Lügners. Aber dass die Kaution bewilligt wurde, ist doch ein gutes Zeichen. Und dass sich jemand gefunden hat, der sie bezahlt, ist noch besser. Okay. Vielleicht sollten Sie, jetzt wo Sie wieder auf freiem Fuß sind, selbst nach Hinweisen oder Ermittlungsfehlern suchen. Am besten, Sie beschaffen sich eine Kopie Ihrer Akte. Okay. Aha. Familie, Professor. Also, wir können Fragen stellen. Ja, super. Wir fangen einfach mal mehr Kaution an. Also. Dieser jemand, von dem Sie behaupten, dass er es gut mit mir meint, hat die Kaution anonym gestellt. Können Sie herausfinden, wer das war? Kein Problem.
wird aber ein paar Tage dauern. Ja gut, kein Problem. Gut, dann fragen wir mal wegen der Putzhalakte. Sie meinten, ich soll mir meine Akte ansehen. Ist das denn so einfach möglich? Das hängt von dem zuständigen Inspektor ab. Aber wenn Sie sich etwas einschmeicheln, lässt er Sie vielleicht mal reinschauen. Andernfalls könnte ich auch eine Kopie anfordern und Ihnen zukommen lassen. Das dauert mir zu lange. Ich versuche selbst ranzukommen. Mhm, okay, okay. So, was haben wir hier? Familiengarten. Okay. Dr. Jones, konnten Sie etwas zu meiner Identität herausfinden? Die Polizei hier scheint sich da keine Mühe zu geben. Okay. Ja, die Sache mit Ihrer Identität, Mr. Michaels, lässt sich im Augenblick schlecht nachweisen. Finden Sie Dokumente, Geburtsurkunden, solche Dinge. Aber vergessen Sie darüber nicht, weiterhin die Therapiesitzung wahrzunehmen. Nö. So, dann ja, machen wir die Therapiesitzung nochmal. Diese Psychositzung, wie lange muss ich die noch mitmachen? Ein paar Runden müssen Sie schon noch durchhalten. Es ist zu Ihrem Besten. Ja, das letzte Gutachten wurde abgelehnt. Was soll das jetzt noch bringen? Vergessen Sie doch die Behörden. Schon mal dran gedacht, dass Sie die Therapie vielleicht wirklich brauchen? Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Sind wir das nicht alle? Mal ganz im Ernst, Mr. Michaels. Tun Sie was für Ihr Seelenheil. Sollte es zu einem Prozess in den Staaten kommen, können Sie mit Ihrer irren Familiengeschichte nicht bei den Geschworenen punkten. Also hören Sie auf zu verdrängen und kommen Sie endlich aus Ihrer Deckung, Mann. Ja gut, dann nochmal das letzte noch. Sind Sie davon überzeugt, dass ich unschuldig bin, Dr. Jones? Natürlich, Mr. Michaels. Könnte ich Sie sonst vertreten. Trotzdem sollten wir uns beeilen, ein paar stichhaltige Beweise dafür zu finden. Die werden wir finden. Wie auch immer. Ich melde mich wieder. Kopf hoch. Angriff ist die beste Verteidigung. Das sage ich auch immer. Super. Da haben wir jetzt schon ein paar Aufgaben. Also, wir können ja hier mal wieder... Achso, zum Dorfplatz. Was ist das hier? Regentonne? Eine Regentonne? Ah, ja, davon gut. Stehen hier mehrere herum. Falls in Willow Creek irgendwann mal das Trinkwasser knapp wird. Ein großes Wagenrad. Die Zeiten, in denen Leute darauf gerädert wurden, sind zum Glück lange vorbei. Ja, weiß ich. In dem Dorf hier wahrscheinlich alles möglich. So. Das heißt, wir müssen unsere Unschuld beweisen, die Akte suchen, zur Psychotante gehen. Oha, da haben wir ordentlich jetzt was vor. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert. Aber los jetzt!